Wir schicken euch viele Grüße aus Brüssel, genauer gesagt aus dem EU-Parlament. Und ich stehe hier heute mit Dilara Burkhardt, die mich gemeinsam mit Hanna Neumann eingeladen hat. Mich und unsere Menschenrechtsorganisation HavaHelp aus einem besonderen Grund. Uns ging es heute darum, die Kämpfe der Menschen im Iran hier ins Europäische Parlament, hier nach Brüssel, ins Herz der europäischen Demokratie zu bringen. Und deswegen werden wir heute Abend zusammen mit HavaHelp ein Screening machen von dem Film White Torture, der die Situation in den Gefängnissen im Iran beleuchtet, die ja auch jetzt Alltag ist. Menschen werden verfolgt, brutal verhört, vergewaltigt, gefoltert und all das passiert jeden Tag in den Gefängnissen im Iran. Und uns macht große Sorgen, dass die Kämpfe der Menschen im Iran völlig fernab der europäischen Öffentlichkeiten passieren. Am Anfang gab es noch diese große Solidaritätswelle, jetzt wird es immer stiller und genau deswegen machen wir dieses Screening heute, weil es nicht still werden darf. Die Menschen kämpfen jeden Tag für diese Werte und dafür brauchen sie unsere Solidarität. Das letzte Mal, als ich hier war, war das, als Nadia Murad und Lamia Bashar, beides IS-Überlebende, den Sacharow-Preis entgegengenommen haben. So ist die Gründung unserer Menschenrechtsorganisation zustande gekommen und seitdem wissen wir, wie wichtig die Stimme von Frauenleben Freiheit ist. Es geht um den Iran, aber es geht auch um Afghanistan, es geht auch um die Jesidinnen, es geht um all die Frauen, die nicht gehört werden und denen wir ein Forum schaffen müssen. Danke für eure Unterstützung.